ich engagiere mich in der Normung, weil ich den Bürgern und auch den Gewerbebetrieben, die wir als Polizei beraten, bei Überfall- und Einbruchmeldeanlagen sowie Videoüberwachungsanlagen einen technischen Mindeststandard schaffen möchte, der solche Anlagen auch letztendlich zuverlässig arbeiten lässt, so dass auch im Falle eines Einbruchs die Anlage zuverlässig einen Alarm generiert. Aber auch für meine Kollegen, die tagtäglich auf der Straße arbeiten, ist es insbesondere wichtig, dass diese Anlagen keine Falschalarme produzieren, weil jeder Falschalarm bindet Polizeikräfte und hält die Kollegen von anderen wichtigen Aufgaben ab.